Señor, a ustedes, mit dem Herrn, mit euch, por este tiempo tan lindo que estamos viviendo. Für diese schöne Zeit, die wir gerade erleben. Creo que los tiempos buenos siempre se hacen cortos. Ich denke immer, dass die schönen Momente immer sehr schnell vergehen. Así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Werden wir das schnellste, am besten die Zeit ausnutzen. Reciba los saludos de mi casa. Empfangt natürlich alle Grüße von meinem Zuhause. Sigue orando para que todo esto se desarrolle. Weiterhin beten, damit sich das alles entwickeln kann. De la forma más hermosa posible, auf Señor. Die schönste Art und Weise, die im Herrn ist. Quiero continuar con lo que comenzamos hablando. Ich möchte gerne mit dem fortsetzen, wo wir gestern aufgehört haben. Me gustaría primeramente, ich würde gerne zuerst recordarle algunos conceptos. Euch einige Konzepte erinnern. Seguramente ahora van a comenzar a tomar mucha más claridad. Vielleicht wirst du sie klarer machen können. Anoche comenzamos hablando de estructuras. Gestern haben wir über die Struktur gesprochen. Explicamos cómo Dios formó la estructura de la iglesia. Wir haben darüber gesprochen, wie Gott die Struktur der Gemeinde formt. Expliqué que para poder entender la iglesia tenemos que entender la primera Eva. Ich habe gesagt, damit wir die Gemeinde verstehen können, müssen wir die erste Eva verstehen. Y explicamos que la primera Eva fue configurada primeramente por la estructura ósea. Und dass die erste Eva aus dem Knochen aus her gebaut worden ist. Una vez que le dieron forma a Eva, dice que Adán sopló en ella. Einmal, wo sie dann als Form, der schon dargestellt war, als Frau und Eva, hat Adam in ihr gepustet und es kam Leben. Sobre Adán sopló Dios. Über Adam pustete Gott. Pero sobre Eva, aber über Eva no sopló nadie. Hat es niemand gemacht. Tiene que haber soplado Adán. Also es musste dann Adam gewesen sein. Se entiende, ¿no? Versteht man doch, oder? O sea que Adán era el encargado de insuflar. Adam war es der Verantwortliche, dass der Geist von ihm in ihr hineingeht. A la iglesia, die Gemeinde, nosotros somos los encargados. In der Gemeinde sind wir die Verantwortlichen, den Geist zu teilen. Y estuvimos hablando de estructura. Und wir haben über die Struktur gesprochen. A través de los huesos. Über die Knochen. Luego estuvimos hablando un poco sobre tocamos algunos versos y llegamos a Job. Dann haben wir auch einige Verse besprochen und so gelangten wir auch zu Job. Acompáñame por favor al libro de Job. Und ich bitte dich, dass du mich begleitest zum Buch Hiobs, capítulo 2, Kapitel 2, verso 5. Vers 5. Explicamos qué fue lo primero que Satanás le tocó a Job. Wir haben darüber gesprochen, was der Satan den Hiob zuerst berührte. Su mujer, seine Frau. Dice que Dios le dijo toca sus huesos. Sagte Gott zu Satan, berühre seine Knochen. No le dijo toca sus huesos. Er hat nicht gesagt, berühre seine Knochen. Toca sus huesos. Sondern sein Knochen. En singular. Also Einzahl. No en plural. Nicht Mehrzahl. ¿Por qué su hueso? Warum ein Knochen? Porque la mujer es hueso. Weil die Frau ist ein Knochen, unser Knochen. Dios tomó un hueso. Gott nahm einen Knochen, para darle forma a la damit mujer. Er der Frau Form geben konnte. Y explicamos que lo que Dios quería probar, wir haben da erklärt, dass das, was Gott machen wollte, era ist zu prüfen, und zwar die Struktur en la vida de Job. Im Leben von Hiob. Y explicamos que lo primero que le tocó fue los huesos. Und wir haben darüber gesprochen, was zuerst angefasst worden ist, waren das Vieh. Y terminamos ahí, und wir haben dort aufgehört. Hablamos también de José. Wir haben auch über Josef gesprochen. Explicamos por qué José dijo, wir haben auch erklärt bekommen, warum Josef sagte, Egipto, wenn ihr aus Ägypten rausgeht, llévense mis huesos. Nehmt meine Knochen mit. Explicamos que José tenía una estructura wir haben darüber gesprochen, dass Josef auch eine Struktur der Vaterschaft hatte. Por eso se volvió deshalb ist der Vater des Pharaons geworden. Entonces comenzamos a explicar que esas estructuras. Also haben wir angefangen zu erklären, dass diese Strukturen. Tenemos que buscar aplicarlas nosotros. Wir sie irgendwo einbinden müssen. Que de alguna manera son infalibles. Die auf einige Art und Weise. Las estructuras de Dios no fallan. Gemacht werden können, weil die Struktur Gottes niemals versagen kann. Pero tenemos que desentrañarlas cómo funcionan. Aber wir müssen herausfinden, wie sie funktionieren. Expliqué algo anoche. Ich habe etwas gestern Abend erklärt. Que tenía que ver con el Espíritu. Das mit dem Geist zu tun hatte. Me gustaría que lo leyeran. Und ich möchte das gerne mit euch lesen. A ver si lo podemos ver. Ob wir es sehen können. Está en el libro de Proverbios. Es ist im Buch. A ver si lo podemos ver juntos. Ob wir zusammen sehen können. Proverbios capítulo 17, verso 22. Sprüche 17, Vers 22. Luego vamos a leer el 15:30 y el 16:24. Dann werden wir 15:30 und 16:24 zusammen lesen. Nos gusta la Biblia. Amen. Gefällt uns die Bibel? Aleluya. Vamos al primer verso. Also lass uns zum ersten Vers übergehen. Analícelo conmigo. Analysiert es mit mir, bitte. Dijimos Proverbios capítulo 17. Sprüche 17,
Verso 22. Vers 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein zerschlagener Geist vertrocknet das Gebein oder die Knochen. Estuvimos explicando de que el espíritu se aloja en la estructura. Darüber gesprochen, dass der Geist im, also eine Kammer hat in den Knochen. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel Kapitel 37 dice que lo primero que tuvo que hacer es que cada hueso se uniera con su hueso. Steht geschrieben, das erste, was stattfinden musste, ist, dass jeder Knochen mit einem anderen zu Knochen prophetizó. Er hat prophezeit. Y cada hueso se unió con su hueso. Und jeder Knochen vereinigte sich mit den anderen Knochen. Entonces vino el Espíritu. Und dann kam der Geist. Y entró en los huesos. Und kam in die Knochen. Quiero que entienda cómo funciona la estructura. Ich möchte, dass ihr versteht, wie die Struktur funktioniert. Primero hubo estructura. Zuerst gab es eine Struktur. Entró el Espíritu. Dann kam der Geist. Subió la carne. Es kam das Fleisch. Se acomodaron los tendones. Dann hat sich alle Fersen und so weiter gerichtet. Y al final vino la piel. Alle Venen und sonstiges. Und dann kam die Haut. La piel es la cobertura. Die Haut ist, die ist der Schutz. Si no hay estructura, wenn es keine Struktur gibt, no puede haber una sana cobertura. Kann es keine gesunde, kein gesunder Schutz. Si no hay estructura, wenn es keine Struktur gibt, no puede haber una buena cobertura. Kann es keinen guten Schutz geben. Me está comprendiendo. Versteht ihr mich? Porque Dios no puede cubrir cualquier cosa. Denn Gott kann nicht jede Sache einfach so beschützen. Dios cubre sus estructuras. Beschützt seine Struktur. Entonces la iglesia necesita recuperar su estructura. Also muss die Gemeinde seine Struktur wieder erlangen. En la Biblia hay tres estructuras fundamentales. Es gibt in der Bibel drei wichtige Strukturen. La primera estructura que aparece en el libro de Génesis. Die Struktur, worüber man spricht, befindet sich im Buch 1. Mose. Se la conoce como el Arca de Noé. Ihr kennt es als die Arche Noah. Esa es la primera gran estructura. Das ist die erste große Struktur. Una sombra y una figura. Ein Schatten und eine Figur. Para poder entender la iglesia de hoy. Um die Gemeinde von heute verstehen zu können. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8. Apostel Paulus sagt in Hebräer Kapitel 8. Y en el capítulo 9. Und im Kapitel 9. Dice que las estructuras, el tabernáculo. Dass die Struktur im Tabernakel oder im Altar. Están hechos como una figura para entender la iglesia de hoy. Gemacht sind wie eine Figur für die heutige Gemeinde. ¿Recuerdan eso? ¿Lo recuerdan eso? Bien. Eso aparece en el libro de Hebreos. Also, das kommt alles in Hebräer vor. Entonces el apóstol Pablo toma las estructuras antiguas. Nimmt Apostel Paulus die alten Strukturen, para entender la iglesia de hoy. Um die heutige Gemeinde zu verstehen. Y en el Antiguo Testamento aparecen tres grandes Alten Testament tauchen drei Strukturen auf. Que si las entendemos, das wenn wir sie verstehen, entenderemos la iglesia. Dann werden wir die Gemeinde verstehen. Le voy a mostrar yo algunos ejemplos. Ich werde euch einige Beispiele aufzeigen. La primera estructura que aparece en el arca ist die Arche. La segunda estructura, el tabernáculo. Estructura. El tabernáculo. Ist ein Altar. Y la tercera estructura, la más compleja, el templo. Und dritte ist der Tempel. El templo de Salomón. Zelt meinte ich bei zweites. Entonces, la primera estructura que aparece en el Antiguo Testamento. Die, also im Alten Testament auftaucht. Es el Arca de Noé. Wie gesagt, ist die Arche Noah. La segunda estructura. Die zweite. El tabernáculo. Also dieser Zelt. La tercera estructura. Und die dritte. El templo. Deberíamos entender las tres estructuras. Also müssen wir diese drei Strukturen erstmal verstehen können. Con lujo de detalles. Mit allen Details. Para poder entender la iglesia. Um die Gemeinde zu verstehen. Porque son una sombra y una figura en la iglesia de hoy. Sind ein Schatten und eine Figur in der heutigen Zeit. Yo quiero darle un ejemplo. Ich möchte euch gerne ein Beispiel aufzeigen. Acompáñenme por favor al libro de Efesios. Begleitet mich bitte in das Buch Epheser. A ver si lo podemos analizar juntos. Ob wir das alles zusammen analysieren können. En el libro de Efesios. In Epheserbrief. El capítulo 3. Sagt uns Kapitel 3, en el verso 17, in Vers 17, dice algo la palabra. Sagt etwas das Wort. Vamos a analizar la primera estructura. Lass uns die erste Struktur sehen. Pero analicémoslo por favor a Pablo. Aber analysieren wir mal kurz Paulus. Pablo le escribe entonces la carta a los Efesios. Er schreibt zu den Ephesern. Y les dice en el verso 17. Und sagt in Vers 17. Por favor, leámoslo. Also lass uns 17, 18 y 19. 17, 18 und 19. Leámoslo por favor. Para que habite Cristo por la fe. Sí. Okay. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Un momento. Un momento. Quiero que le preste atención a esa palabra. Ich möchte gerne, dass ihr aufpasst. Que seamos capaces. Dass wir dazu fähig sind. Que seamos capaces de entender plenamente. Dass wir das völlig verstehen. Está hablando del diseño. Ich spreche über dieses Muster, das Design. ¿Qué es lo que tenemos que entender plenamente? Was müssen wir ganz verstehen? Por favor, siga leyendo.
Escuche. En amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. Espere, la anchura. La anchura, also die Breite. La longitud. Die Höhe, der la Länge altura, meine ich. Die y Höhe, la profundidad. Und die Tiefe. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para okay. Que entonces el apóstol Pablo nos está describiendo que hay un diseño uns, dass es ein Muster gibt, que tiene una anchura, sowohl eine Breite hat, una longitud, eine Länge, una altura, eine Höhe, y una profundidad, eine Tiefe. Eso tenemos que conocer las medidas. Wir müssen die Maßen halten. De todo ello hay que conocer las medidas. Müssen wir die Maßen halten. Ahora, el apóstol Pablo aclara algo. Also erklärt Apostel Paulus etwas. Tenemos que ser capaces, wir müssen dazu fähig sein, de entender esto. Dass wir das verstehen sollen. O sea que es una cuestión de capacidad. Also, es ist eine Frage der Kapazität. Por eso nuestros sentidos espirituales tienen que estar bien ejercitados. Müssen unsere geistlichen Gefühle immer trainiert sein. Para poder entender la envergadura del proyecto de Dios. Wir dieses Projekt von Gott verstehen können. El primer proyecto que aparece en la Biblia es el Arca de Noé. Ist die Arche Noah. El Arca de Noé, Arche Noah, tiene longitud, hat eine Länge, tiene anchura, hat eine Breite, tiene altura, hat eine Höhe, pero no aparece profundidad. Aber es taucht nicht tiefer auf. ¿Está entendiendo? Versteht ihr mich? No aparece profundidad. Es taucht nicht tiefer auf. Aunque en realidad auch, sí aparece una profundidad. Auch wenn in Realität auch eine Tiefe stattfindet. ¿Alguien recuerda las medidas del arca? Kann sich jemand wirklich an die Maßenheiten erinnern des Wortes? Aparecen en el Génesis capítulo 6. Es taucht auf in 1. Buch Mose Kapitel 6. ¿Se acuerda de eso? Könnt ihr euch daran erinnern? ¿Alguien se acuerda? Kann sich jemand daran erinnern? Dice que tenía de longitud 300 codos. 300 en Länge. Dice que tenía de anchura 30 codos. Als Länge. De anchura 50 codos. 50 en Länge. De altura 30 codos. Als Breite. ¿Se acuerda de las medidas? Por favor, vamos al libro de Génesis capítulo 6. Lass uns das mal lesen. Vamos a analizar las medidas. Lass uns mal nochmal die Maßenheit. Diga conmigo medidas. Génesis capítulo 6, verso 15. Lass uns lesen in 1. Buch Mose Kapitel 6, Vers 15. Por favor. ¿Lo tiene? 6:15 de Génesis. Amén. 1. Buch Mose Kapitel 6, Vers 15. Diga conmigo estructura. Estructura. Para crear una estructura hay unas medidas. Eine Struktur bauen kann, muss man die Maßeinheiten kennen. La estructura no puede medir lo que yo quiero que mida. Die Struktur kann nicht messen, was ich gerne messen will. Si no, no puede resistir. Sonst kann es nicht. El mover de Dios. Sonst kann es nicht die Bewegung Gottes aushalten. La estructura tiene que tener las medidas divinas. Muss die göttlichen Maßeinheiten haben. Le voy a dar un ejemplo. Ich werde euch ein Beispiel sagen. Entonces el apóstol en la carta a los Efesios dice que tenemos que comprender. Dass wir das verstehen müssen. ¿Cuál es la longitud? Welche ist die Länge? ¿Cuál es la anchura? Welche ist die Breite? ¿Cuál es la altura? Welche ist die Höhe? ¿Y cuál es la profundidad? Welche ist die Tiefe? Esos cuatro detalles aparecen en el Génesis capítulo 6. Vier Details auch im 1. Buch Mose Kapitel 6. Tres de ellos, drei von ihnen, aparecen en el verso 15. Tauchen im Vers 15 auf. Dice que la longitud, dass die Länge, era de 300 codos. Wie gesagt, 300 ellen. Dice que la anchura, die Breite, era de 50 codos. 50 ellen. Y dice que la altura, und dass die Höhe, era de 30 codos. 30 ellen. La profundidad, die Tiefe, está más adelante. Ist weiter vorne. Dice que era 15 codos. Sagt, es waren 15 ellen. Sobre el pico más alto de la Tierra. Über den höchsten Punkt der Erde. 15 codos sobre el pico más alto. 15 ellen über den höchsten Punkt der Erde. Era la profundidad. Das war die Tiefe. Pero déjeme que explique qué es lo que son esos números. Lass mich mal kurz erklären, was überhaupt diese Porque Nummer toda sind. La numerología en la Biblia tiene una explicación. Alle Nummern haben auch ihre eigene Bedeutung in der Bibel. Entonces, miremos las medidas de la estructura. Lass uns mal kurz die Maßeinheiten der Struktur anschauen. La primera medida que aparece son 300. Die erste Maßeinheit sind 300. El número 300 die en la Biblia. Nummer 300 in der Bibel aparece en varios lugares. Taucht an vielen Orten auf. Entre ellos el 300. Unter 300 es el número de la buena obra. Ist die Nummer des guten Werkes. De la ofrenda. Der Opfergabe. ¿Se acuerda usted una de las Marías? Kannst du dich an eine der Marias erinnern? Que trajo un perfume de mucho precio, de nardo puro. Der einen hohen Preis hatte. ¿Se acuerda que un hombre dijo? Wisst ihr, dass ein Mann sagte? Hubiéramos vendido esto. Hätten wir das nur verkauft. Por más de 300 denarios. Mehr als 300 Denare. Pero ella trajo ese perfume a los pies del Señor. Dieses Parfüm vor den Füßen Gottes. Y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Über seinen Kopf.
Entonces 300. Also 300 tiene que ver con la longitud de la estructura. Mit der Länge der Struktur zu tun. Y tiene que ver con la capacidad de dar. Auch mit der Kapazität des Gebens zu tun. Anoche hablábamos aquí. Gestern haben wir. Y yo quiero que podamos entender en qué consiste el Evangelio. Ich möchte euch daran erinnern, was überhaupt das Evangelium Estamos en la tierra para ser perfeccionados. Perfektioniert zu werden. Si Abraham estuviera con nosotros, wenn Abraham bei uns wäre, y le pudiéramos preguntar, und wir ihn fragen könnten, ¿en qué consistió tu vida? In was hat dein Leben, in, was war eigentlich dein Leben? Abraham nos diría, hätte Abraham uns gesagt, que el secreto de su vida, dass das sein Geheimnis des Lebens war es zu geben. El secreto de la vida en das Dios Geheimnis seines Lebens in Gott es desarrollar capacidades para darle war es die Kapazität zu entwickeln, Gott zu geben. Le voy a contar algo. Ich werde euch was erzählen. Dios le enseñó a ofrendar a Abraham. Gott hat Abraham beigebracht zu geben. Con una estatura. Mit einer Statur. Dios le enseñó a diezmar. Er hat ihm beigebracht, zu, den Zehnten zu Pero zahlen. Luego Dios le enseña Aber danach bringt ihn Gott bei el principio más poderoso. Den wichtigsten Prinzip. Le enseña a repartir la primicia. Und es ist die Erstlinge zu verteilen. O la ley del primer lugar. Das Gesetz des ersten Platzes. ¿En qué momento? In welchem Moment? Cuando Dios le dijo, dame tu hijo. Wenn, als Gott sagte, gib mir deinen Sohn. Tu único hijo. Dein einzigen. El que tú amas. Den du so sehr liebst. Entonces Dios le enseñó nuevo, primeramente ofrendar. Dann hat er ihm gebracht zu geben. Le enseñó a diezmar. Den Zehnten zu zahlen. Y al último. Und zuletzt. Cuando Abraham tiene la estatura. Als Abraham diese Statur hat. Entonces Dios dice, no hay problema. Sagt Gott zu Abraham, kein Problem. Du bist jetzt gewachsen. ¿Estás listo para ser padre de du bist muchos? Bereit, ein Vater von vielen zu sein. Ahora dame tu hijo. Jetzt gib mir deinen Sohn. Tu único hijo. Dein einzigen. El que tú amas. Den du so sehr liebst. No, Señor, no estoy preparado para darte nein, mi Gott, hijo. Ich bin noch nicht bereit, mir mein Kind zu geben. Entonces no puedes ser padre Dann de kannst du nicht ein Vater der Nationen sein. Porque si vas a ser padre wenn de du Vater der Nationen sein willst, tenés que tener la capacidad dann musst para du die Kapazität geben, haben, um alles zu geben. La vida de Abraham, das Leben von Abraham, todos los años de preparación, ganze Jahre der Vorbereitung, consistieron haben en desarrollar una estatura para poder darlo todo. Alles dafür gezorgt, dass er bereit ist, alles zu geben. Si yo no puedo darle todo Wenn a Dios, ich Gott nicht alles geben kann, Dios no puede darme todo a dann mí. Kann Gott mir nicht alles geben. Tener en Dios no es guerra espiritual. Gott zu haben bedeutet nicht geistlicher Krieg. Para tener algo en Dios, no tengo que pelear Damit con ich nadie. Gott etwas haben kann, muss ich mit niemandem kämpfen. Jesús dijo, Jesus sagte, todo lo mío alles was meines es tuyo. Ist dein. Y todo lo tuyo alles was dein ist, mío. Ist mein. Todo lo mío alles was meines es tuyo. Ist dein. Y todo lo tuyo alles was dein ist, mío. Ist mein. En ninguna parte in keiner Stelle sale Jesús peleando por las cosas materiales. Streitet sich Jesus um die materiellen Dinge. En ninguna parte. In keinem Ort der Bibel. Él nos amó. Er hat uns geliebt. Y se despojó de todo. Und er hat alles zurückgelassen. Él no permitirá. Er wird nicht erlauben. Compartir con nadie. Niemandem zu teilen. Que ame menos. Dass er weniger liebt. A él tenemos que amarlo. Ihm müssen wir lieben. De la misma manera que él nos amó. Auf dieselbe Art und Weise, wie er uns geliebt hat. ¿Quién se casaría como hombre? Wer würde als Mann con una mujer eine Frau heiraten, que te amara menos? Die dich weniger liebt. De lo que usted la ama. Als dass du sie liebst. Nadie. Niemand. Por lo menos te tiene que amar igual. Sie muss dich mindestens genauso lieben wie du sie liebst. El Señor viene a buscar a la novia. Jesus kommt, um seine Frau zu suchen, die Braut. Er kommt, um die Gemeinde zu suchen. Pero la noticia es que la novia Aber die Nachricht ist, dass no die es todo el pueblo Braut de Dios. Nicht das ganze Volk Gottes ist. La novia die Braut tiene que ser sacada de entre el pueblo muss de Dios. Unter dem Volk rausgeholt werden. Muchos cristianos creen Viele Christen glauben, de que el pueblo de Dios dass das Volk Gottes es la novia. Die Braut ist. Pero la novia Aber die Braut es sacada de entre el pueblo wird de Dios. Unterm Volk rausgeholt. Si todo el pueblo de Dios Wenn das ganze Volk Gottes fuera la novia, die Braut wäre, entonces, ¿quién quedaría en la tierra a ser perfeccionado? Würde dann auf der Erde bleiben, um perfektioniert zu werden. En la tribulación. Im Moment der Schwierigkeit. Y en la gran tribulación. Und der großen Schwierigkeit. La novia die Braut es sacada de entre el pueblo de Dios. Unterm Volk Gottes ausgesucht. Es gente con una estatura. Es sind Menschen mit einer Statur. Con un entendimiento Menschen de los tiempos. Mit einem Verstand der Zeit. Con un alto nivel de profundidad escritural. Mit einem hohen mit einem hohen Kenntnis in die Tiefe des Wortes. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Also welche ist dann die schlechte Nachricht? Que Cristo
cuando venga a la tierra, Jesus kommt, no se los puede llevar a todos. Dass er uns nicht alle mitnehmen aunque kann. Nosotros quisiéramos auch wenn wir gerne möchten, que Él se los lleve a todos. Dass er alle mitnehmen, pero Él se tiene que llevar gente de estatura. Aber er muss Menschen, die Statur haben, usted mitnehmen. Va a decir, ¿y los demás qué va a pasar? Du kannst nicht sagen, du wirst dich fragen, was wird mit den anderen geschehen. Una gran parte, pienso yo que la mayoría, ein großer Teil, ich denke, dass die Mehrheit, se tienen que quedar en la tierra, zurückbleiben müssen hier auf der Erde. Para ser perfeccionados. Damit sie vollkommen gemacht werden können. ¿Cuánto tiempo dura el perfeccionamiento de un santo? Dauert die Vollkommenheit eines Heiligen. Analicemos a Pablo. Lass uns Paulus mal analysieren. Llega el apóstol Pablo a una iglesia. Apostel Paulus kommt in eine Gemeinde y dice, und sagt, estos deberían ser ya maestros. Diese müssten schon bereits Meister sein. Sin embargo, nichtsdestotrotz, tienen necesidad de leche. Haben sie immer, wollen sie immer noch Milch trinken. O sea que Pablo, also sagt Paulus, tiene una regla. Hat Paulus eine Regel. Para medir santos. Um Heilige zu messen. Conforme a que los mide Pablo. Womit misst er sie? Conforme a la regla de Jesús. So wie die Regel Jesus ist. ¿En cuánto tiempo entrenó Jesús hombres? In wie vielen Jahren hat Jesus seine Männer gelehrt? ¿Cuánto se demoró en entrenar a apóstoles de Jesús? Wie viel hat er gebraucht, um die Apostel zu auszubilden? 3 años. 3 Jahre. ¿Y cuánto nos demoramos nosotros en formar un diácono? Und wie viel dauert, dass wir einen Diakon machen können? Entonces Jesús, also, dice, estos deberían ser ya maestros. Jesus, diese müssen schon bereits Meister sein. Ahora piense por un momento. Also jetzt denk mal kurz darüber nach. Entonces, se tiene que quedar en la tierra una generación. Müsste eine Nation, Generation auf der Erde bleiben. 3 años y medio Jesús formó apóstoles. In 3,5 Jahren hat Jesus Apostel gemacht. ¿Cuánto durará la gran tribulación? Wie lange würde dann diese große Schwierigkeit dauern? ¿Cuánto va a durar? Also die Zeit der großen Schwierigkeit. 3 años y medio. 3,5 Jahre. Lo mismo que duró el ministerio de Jesús. Das gleiche, was das, was y la gran tribulación. Die große Schwierigkeit. 3 años y medio más. Wie gesagt, 3,5 Jahre mehr. Son 2 procesos. Es sind 2 Prozesse. De 3 años y medio. Von 3,5 Jahren. O sea que en la tribulación. Bedeutet, in der Schwierigkeit. Y en la gran tribulación. Und in der großen Schwierigkeit. Dios le va a mostrar a la iglesia de hoy. Wird Gott der heutigen Gemeinde zeigen. Que él puede formar gente en 3 años y medio. Menschen in 3,5 Jahren formieren kann. ¿Me está comprendiendo? Él le va a mostrar que se puede formar hombre en 3 años y medio. In 3,5 Jahren formieren ahora kann. Yo le aconsejo algo. Jetzt empfehle ich euch etwas. No se quede. Bleib. Nicht zurück. Mírelo a su hermano. Schau deinen Bruder an. Dígale, no te quedes. Sag, bleib nicht zurück. Por favor. Porque Dios te va a mostrar que lo forma entre años y medio. Alter, bleib nicht hier. Er möchte euch in 3,5 Jahren ausbilden. Dios los puede formar entre años y medio. Kann das in 3,5 Jahren machen. Pero el proceso es muy duro. Aber der Prozess ist sehr hart. Usted ya sabe, ¿no? Ihr wisst es, ja? El infierno usará el Islam. Die Hölle wird den Islam benutzen. El Islam, der Islam, será lo que saldrá a perseguir a los cristianos wird en es Europa. Sein, was die Christen in Europa verfolgen wird. La iglesia alemana se tiene que preparar. Die deutsche Gemeinde muss sich vorbereiten. No para pasar por la tribulación. Nicht um die Schwierigkeit zu überwinden, sino para irse en el rapto. Sondern damit sie im Tag des jüngsten Gerichts gehen kann, um die Braut des Guten, des Schafes zu sein, also von Jesus zu sein. Pero el infierno, aber die Hölle, usará el Islam, wird den Islam gebrauchen, para iniciar una cruzada por Europa, um einen Kreuzzug durch Europa zu führen. Contra todo lo que sea culto, alle die, was verborgen ist, ellos son los que decapitarán la sangre, la vida de los santos. Sie werden das Leben der Heiligen nehmen. Hay mucha gente que ora por el Islam. Es gibt Menschen, die beten für den Islam. El Islam es la matriz del infierno. Der Islam ist die Wurzel der Hölle. Cuidado con eso. Vorsicht damit. No existe una alianza con ellos. Es gibt keine Allianz mit ihnen. Ellos acá en Europa pueden hacer una alianza con nosotros. Vielleicht können sie hier in Europa eine Allianz mit uns. Pero en los países gobernados por ellos no aber hay Allianz. In deren Ländern, wo sie herrschen, findet sowas nicht statt. Te decapitarían en su tierra. Sie würden dich in deinem Land köpfen. Entonces ya sabes. Also sei weise. Ahora piense por un momento. Jetzt denkt mal kurz darüber nach. Entonces tenemos que entender. Also müssen wir verstehen. De que dentro de las estructuras hay un misterio. Unter den Strukturen es ein Geheimnis gibt. La primera estructura que aparece es el arca. Das erste ist die Arche. Y la primera medida que aparece. Und die erste Maßeinheit, die stattfindet. Es la longitud. Ist die Länge. Y la longitud son und 300. Diese Länge sind 300. Entonces dentro de la visión de Jesús. Also unter der Vision Jesu. Una mujer.
viene y lo adora. Kommt eine Frau und betet ihn an. Con un perfume que vale 300 denarios. Entonces 300. Also ist 300. Es número de ofrenda. Seine Nummer des Gebens. Quiero que comprenda cómo comienza el servicio a Dios. Wie der Dienst zu Gott beginnt. El servicio a Dios. Der Dienst zu Gott comienza con una ofrenda. Beginnt mit einer Gabe. Also cuando mit usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, wenn du Gott als deinen Erretter und deinen Erlöser erkennst, usted tuvo que dar su vida. Musstest du dein Leben geben. Tuvo que entregar su corazón. Du musstest dein Herz geben. Todo el evangelio consiste das en una entrega. Das ganze Evangelium läuft auf ein Geben hinaus. Comenzamos entregando el corazón. Wir fangen damit an, dass wir unser Herz geben. Pero luego terminamos entregando la vida. Aber am Ende geben wir unser ganzes Leben. Terminamos entregando nuestros sueños. Wir geben unsere Träume. Nuestros proyectos. Unsere Projekte. El evangelio es una entrega total. Das Evangelium ist das alles, das ganze Geben. Y veo que hay todavía hay gente que predica que el evangelio es gratis. Und es gibt Menschen, die predigen immer noch, dass das Evangelium umsonst ist. El evangelio. Das